Herzlich willkommen zu den Bordatlas Erklärvideos. Im heutigen Video erkläre ich dir, wie du dir ein kostenloses Profil erstellst, wie du dich in Zukunft bei deinem Bordatlas-Konto einloggen kannst und was zu tun ist, falls du mal dein Passwort vergessen solltest oder du ein neues Passwort vergeben möchtest. Um dein eigenes kostenloses Profil zu erstellen, öffnest du einfach auf der Bordatlas-Startseite die Anmeldemaske und klickst dann auf Jetzt registrieren. Für die Erstellung deines Kontos benötigst du lediglich deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und vergibst zum Schluss ein sicheres Passwort deiner Wahl. Als letzten Schritt bekommst du von uns noch einen Sicherheitscode per Mail, um deine Registrierung zu bestätigen. Der sechsstellige Code aus der E-Mail muss dann auf der Webseite eingegeben werden. Wenn du bereits ein Bordatlas-Konto besitzt und so das Lesen unserer redaktionellen Inhalte oder deine Bordatlas-Plus-Funktion freischalten möchtest, kannst du dich über Öffnen der Anmeldemaske in dein Profil einloggen. Dafür brauchst du nur deine E-Mail-Adresse und das von dir gewählte Passwort einzugeben. Ein weiteres Tool, das du in der Anmeldemaske finden kannst, ist die Passwort-Vergessen-Funktion. Dafür öffnest du wieder die Anmeldemaske und klickst dann auf Passwort vergessen. Hier kannst du über deine E-Mail-Adresse ein neues Passwort für deinen Account vergeben. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp für dich. Bei Bordatlas wird zum Schutz deines Kontos der Zugriff gesperrt, sobald viermal ein falsches Passwort für dein Profil eingegeben wird. Um dein Konto wieder zu entsperren, verwendest du einfach die Passwort-Vergessen-Funktion von eben und vergibst ein neues Passwort.